Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Jürgen Klopp Trainerkarriere. Wir befinden uns jetzt in der Champions League und ja, haben eine relativ gute Gruppe erwischt, wenn man sagen will, und auch gut Punkte gemacht. Wir sind aktuell Zweiter mit 7 Punkten hinter uns. Eindhoven und Schachter Donetsk ist auf dem letzten Platz, gegen die wir jetzt auch spielen werden. Napoli ist auf den ersten mit Abstand von 5 Punkten und damit haben sie 12 Punkte so rum. Und ja, wir gehen rein. Schachter Donetsk beginnt hier mit einer 4-2-3-1-Formation und wir beginnen mit unserer Top 11 bis auf den Positionen von den Außenverteidigern, denn Mittelstädt als auch Schmitz dürfen von Anfang an beginnen. Ja, und damit gehen wir jetzt rein und möchten natürlich in der Ukraine 3 Punkte mitnehmen. Ob uns das gelingen wird, werden wir sehen, aber 3 Punkte wären schon echt gut, damit wir ja das sichere Weiterkommen gesichert haben. Jetzt müssen wir aufpassen. Schachter Donetsk jetzt im Angriff. Hato macht Druck und auch Schmitz wird zu Boden gedrängt, dadurch entwickelt sich hier diese Lücke. Ja, meiner Meinung nach ein bisschen unfair, wie der da durchgekommen ist, aber leider treffen sie dadurch auch. Damit führen sie mit 1:0. Paul Wanner bringt den Ball nach vorne auf Embolo, der kommt sogar an. Embolo kommt auch zum Schuss, der Torhüter mit einer Glanzparade. Sehr gute Freistoßposition jetzt für uns. Raheem Sterling steht für diesen bereit. Sterling zieht ab und trifft nur die Latte in dieser Szene. Jetzt nochmal Piszczek von hinten, zieht einfach mal drauf, aber der Torhüter passt auf. Jetzt müssen wir aufpassen, denn jetzt kommt Schachter Donetsk über den Flügel. Mittelstädt konnte ihn zumindest kurzzeitig blocken. Hato mit dem Foulspiel, jetzt gibt es auch noch einen Elfmeter. Das ist nicht unser Spiel, wenn man vom Glück ausgeht. Denn hier sehen wir, wie unglücklich das wirklich ist. Er trifft leider den Fuß, damit ist es ein Elfmeter. Der Spieler steht jetzt auch schon bereit, läuft jetzt an und trifft. Somit führen sie mit 2:0. Extrem bitter, ein Elfmeter und ja, ein unfaires Tor, würde ich sagen, mit Schmitz seine Szene, aber so ist es halt leider. Jetzt wieder Schachter Donetsk über den Flügel. Hato muss jetzt aufpassen, macht die Lücke auf. 3:0, Doppelschlag Schachter Donetsk. Jetzt Schachter Donetsk mit diesem Konterangriff an ihn, gefährliches Einsteigen und dafür gibt es wieder einen Elfmeter. Es ist unglaublich, die Partie ist viel zu unglücklich. Ja, und viel zu schlecht gespielt von uns. Damit ist jetzt der nächste wieder am Elfmeterpunkt. Flecken wir an der richtigen Ecke, aber trotzdem geht er rein. Wir liegen mit 4:0 zurück und das vom letzten Platz kriegen wir so eine Klatsche. Suazerda hat diesen Ball. Suazerda! Traumtor! Wenn es nicht klappt, dann aus der Distanz und ein Einwechselspieler. Erster Treffer für uns und zwar erst in der Nachspielzeit. Trotzdem richtig, richtig schön aus der Distanz einfach mal abgezogen. Hat sich den Mut zusammengenommen aus 25 Metern und trifft dann halt auch. Und was hier in dieser Szene zumindest absolut verdient war. Das Spiel ist vorbei und es ist zum Glück vorbei. Pech ohne Ende und auch absolut verdient, muss man sagen. Verlieren wir haushoch mit 4:1 und es muss sich dringend was ändern. Wenn es so weitergeht, dann haben wir definitiv keine guten Chancen in der Champions League. Nach der ziemlich enttäuschenden Sache in der Champions League sind wir zurück in der Bundesliga und spielen hier gegen den VfB Stuttgart, die hier mit einer 4-2-3-1-Formation beginnen werden. Und wir beginnen natürlich mit unserer 4-3-3-Formation. Nehmen aber hier doch einiges vor, denn ein paar Spieler haben mir überhaupt nicht gefallen. Wir beginnen jetzt hier mit dieser Elf. Kevin Schade, Viper, Bob, Grifo, Suazerda, der das Traumtor geschossen hat, die alle dürfen von Anfang an beginnen. Heißt, die komplette Offensive wurde ausgetauscht, in der Defensive hatten wir kaum Möglichkeiten, irgendwas zu wechseln, denn die Innenverteidiger waren gut, die Außenverteidiger haben keine Ausdauer mehr, also ich war auch insgesamt in der letzten Partie zufrieden mit den Verteidigern, aber wie gesagt, wir hatten viel zu viel Pech und damit gehen wir jetzt rein in diese Partie. Wir möchten natürlich jetzt einen Aufschwung erleben im Rhein-Energie-Stadion. Mal schauen, ob uns das gelingt gegen die Schwaben. Freistoß für uns und Grifo steht für diesen jetzt bereit. Grifo zieht ab. Grifo, Traumtor von diesem Freistoß und damit führen wir in der 27. Spielminute. Jetzt die Stuttgarter über den Flügel über Weah. Der kommt hier gut vorbei. Arnold versucht zu stören und zum Glück geht dieser Schuss vorbei. Piszczek hat diesen Ball, lupft ihn rein für Viper. Viper kommt zum Kopfball, verwandelt ihn. Was für ein Kombo, der Innenverteidiger bringt den Ball nach vorne. Viper köpft ihn mit dem Pfosten rein und damit bauen wir unsere Führung aus. Die Stuttgarter jetzt mal im Angriff. Malfoy muss auch
aufpassen. Pablo Malfoy macht Druck. Bisek auch. Bisek möchte aber kein Foulspiel wie die letzten Male beginnen. 16 Meter Raum. Der Spieler rennt vorbei. Flecken pariert. Die Latte rettet jetzt wieder der Spieler. Der hat beide ausgetrickst und damit trifft er leider auch. Grifo hat diesen Ball. Grifo! Grifo macht es sowieso. Der in deiner letzten Partie zieht einfach mal drauf und trifft auch noch. Viper findet jetzt Raheem Sterling. Er geht jetzt hier ins Laufduell. Sterling ist deutlich schneller. Raheem Sterling, nächster Treffer. 4:1 steht es jetzt in der 84. Spielminute. Das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen hier eindeutig mit 4:1. Es ist einfach wie die letzte Partie. Bloß andersherum diesmal für uns und dadurch sichern wir 3 Punkte. Und auch die nächste Partie gewinnen wir. Das ist zwar knapp, aber das ist auch in Ordnung. Gegen den FC Bayern München holen wir 3 Punkte, denn wir gewinnen mit 2:1 dank Pablo Malfoy und Leon Goretzka. Die nächste Partie wird sehr interessant, denn das wird höchstwahrscheinlich unser Weiterkommen beeinflussen. Die letzte Partie in der Gruppenphase, wir sind aktuell Zweiter, punktgleich aber mit Eindhoven, die sind nämlich Dritter und Erster ist Napoli, gegen die müssen wir nämlich jetzt spielen. Sie beginnen hier mit einer 4-3-3-Formation und wir beginnen ebenfalls mit einer 4-3-3-Formation, die aber ein Ticken offensiver ausgerichtet ist und wie ihr schon sehen könnt, müssen wir einiges ändern, sodass wir jetzt hier mit dieser Elf beginnen werden, mit Kevin Schade, Viper, Bob, Grifo, Suat, Serdar, Mittelstädt, die alle wurden geändert, der Rest bleibt, auch die, die keiner oder weniger Ausdauer haben, und damit gehen wir jetzt rein im Rheinenergiestadion und müssen eigentlich 3 Punkte mitnehmen, damit wir zu 100% weiterkommen. Wenn nicht, müssen wir hoffen, dass in einer anderen Partie nicht Eindhoven gewonnen hat. Viper hat den Ball, findet Oscar Bob nach vorne sprinten, Bob vorbei direkt mal an 2 Leuten, Oscar Bob jetzt im 16 Meter Raum, Oscar Bob mit den ersten Treffer in Köln. Für Köln und damit, führen wir. Malfoy hat den Ball, findet jetzt Oscar Bob. Bob findet Kevin Schade. Schade hebt ihn hoch für Viper. Viper kommt zum Kopfball, bringt ihn aber leider über das Tor. Napoli versucht es über den Flügel, kommen vorbei an Malfoy. Bob kommt mit nach hinten. Hato und Bisek machen beide Druck. Der Spieler kommt komplett durch. Was war das denn? Und dadurch kassieren wir leider hier in dieser Szene diesen Gegentreffer. Jetzt wie da Napoli, Bisek stört am richtigen Moment, der Schuss, der kommt aber nochmal zum zweiten Mal, Flecken passt nicht auf und wir kassieren den nächsten Treffer. Der erste Eckball für uns, Grifo bringt ihn jetzt rein auf Viper kommt richtig gut zum Kopfball, kommt nochmal zum Nachschuss und trifft, somit gleichen wir aus in der 33. Spielminute. Eckball für Napoli nach der Parade von Flecken, die Hereingabe erfolgt, jetzt Bisek gewinnt dieses Kopfballduell, bringt ihn aber direkt auf den Gegner, jetzt der Spieler, Dreierpack von ihnen und jetzt führt Napoli. Mittelstädt am Ball, findet vorne jetzt Kevin Schade. Schade am Ball, Schade rennt durch. Kevin Schade scheitert. Eckball für uns, Grifo ist da. Grifo bringt den rein auf Viper und Viper. Zweiter Kopfball, zweiter Treffer. Zwar war es vorhin ein Nachschuss, aber trotzdem trifft er jetzt hier ein weiteres Mal. Gute Freistoßposition für uns. Maximilian Arnold führt diesen jetzt aus und trifft das Lattenkreuz. Mittelstädt am Ball, findet jetzt Paul Wanner. Wanner findet in der Mitte. Schade, der legt auf für Viper. Aber der Torhüter pariert exzellent. Eckball für die Italiener. Oli Stay steht bereit. Bringt die Hereingabe jetzt rein. Arnold kann ihn klären. Auf Forbes. Forbes bringt ihn auf Wanner. Wanner direkt wieder zurück auf Carlos Forbes. Der rennt vorbei an den letzten Mann. Carlos Forbes ist schnell. Kann das jetzt ausnutzen. Nebenbei kommt jetzt hier Viper mit. Viper bekommt ihn. Viper trifft. Dreierpack Viper. Und somit führen wir jetzt in der 82. Spielminute. Eckball für Neapel. Der Torhüter ist mit vorne dabei. In der 88. Spielminute. Die Hereingabe kommt rein. Anning klärt jetzt auf Carlos Forbes. Der bekommt ihn. Forbes rennt nach vorne. Carlos Forbes zieht ab und trifft hoffentlich jetzt gleich das Tor. Und das macht er in der 89. Spielminute. Carlos Forbes, ein absoluter Edeljoker. Macht die
Vorlage und den Treffer. Und damit haben wir hoffentlich jetzt den Deckel drauf gesetzt. Die Partie ist vorbei und damit ist es offiziell. Wir holen 3 Punkte. Und das Wichtigste ist, wir kommen weiter. Aber Riesenlob an Nelson Viper. Er hat uns komplett durchgeführt. Auch am Ende dann Carlos Forbes. Aber Viper gilt das größte Respekt. Den größten Respekt, denn er hat uns wirklich weitergebracht. Und ja, hat auch ja bewiesen, dass er zumindest gleich auf sein kann wie Prell Donald Embolo. Nach diesen Partien schauen wir mal auf alle Wettbewerbe. In der Bundesliga ist man auf Platz 1. Durch den Sieg gegen den FC Bayern München haben wir 35 Punkte und sind vor RB Leipzig, die nur einen Punkt hinter uns sind. Danach ein größerer Abstand auf Wolfsburg, die hier 28 Punkte haben. Danach folgt der BVB, der FC Bayern München und TSG Hoffenheim. Und in der Champions League, wie schon angekündigt, sind wir ja sicher weitergekommen. Napoli auf Platz 1 mit 12 Punkten. Wir haben 10 Punkte, also gar nicht mal so weit weg von Napoli. Eindhoven hat nur unentschieden gespielt, somit haben sie 8 Punkte und sind in der Euroleague. Und Schachtel Donetsk ist auf dem letzten Platz und hat 4 Punkte. Das Achtelfinale wissen wir auch schon und es ist in Ordnung. Es ist jetzt nicht der allerstärkste Gegner, aber es ist auf jeden Fall ein stärkerer Gegner als wir es sind, denn wir spielen gegen die Engländer und das heißt Manchester United ist vor der Tür. Ja, wir sind dann im Old Trafford. Ich bin sehr gespannt, wie wir da abliefern werden, aber vorher haben wir noch ganz viele andere Partien und wir beginnen mit der Partie gegen den VfL Wolfsburg. Und gegen die Wölfe gewinnen wir mit 2:1 dank Florian Neuhaus und Raheem Sterling. Und auch die letzte Partie vor der Wintertransferphase gewinnen wir gegen TSG Hoffenheim mit 2:0 dank Prill Donald Embolo und Carlos Forbes. Somit sind wir jetzt angekommen am 1. Januar. Somit gibt es auch ein kleines Zwischenfazit. In der Bundesliga-Tabelle sind wir immer noch auf Platz 1 mit 41 Punkten. Diesmal ein Punkt dahinter RB Leipzig, gefolgt von Borussia Dortmund mit 7 Punkten Abstand. Danach kommen die Wölfe, Hoffenheim und der FC Bayern München ist nur auf Platz 6 mit 25 Punkten. Danach kommt Eintracht Frankfurt und Augsburg. Ja, den Rest, den kennt ihr ja schon. Damit schauen wir jetzt nur noch auf die Statistiken. Ich bin da ja in dieser Hinsicht auch sehr, sehr gespannt. Flecken schafft nämlich 6 Partien zu 0 aus 24, was recht stark ist für den 33-Jährigen auf jeden Fall. Ja, kann auf jeden Fall Mut machen für die Rückrunde. Die meisten Vorlagen schafft Carlos Forbes mit 9. Und das, obwohl er in den letzten Partien ziemlich schwach abgeliefert hat, bis auf die Partie mit Neapel. Aber trotzdem bin ich sehr zufrieden auch mit seiner insgesamten Leistung. Danach kommt Prezzon und Embolo mit 7 und Sterling mit 5 zusammen mit Grifo, der am Ende jetzt nochmal richtig stark geworden ist. Die meisten Tore schafft Prezzon und Embolo mit 14. Danach kommt Raheem Sterling mit 11 und Carlos Forbes mit 10. Also insgesamt bin ich richtig zufrieden mit der Elf, auch mit Oscar Bob, der hat sich so langsam zurechtgefunden. Viper ist auch so langsam in Fahrt gekommen. Also mittlerweile kommen vielleicht unsere Talente noch besser raus, als ich es ja vorgesehen hatte, was natürlich mich erfreut. Mittelstädt hat ein bisschen die Position jetzt übernommen von Rogerio, der hat in dieser Saison leider nicht so viel Glück bei uns, aber mal sehen, was alles so die Rückrunde verspricht, als auch jetzt hier die Transferphase, wo wir noch insgesamt 25 Millionen haben. Der erste Abgang ist unter Dach und Fach und es betrifft einen Spieler, der ja diese Saison gar nicht einen Einsatz bekommen hat, und zwar Bakka, unser Talent. Ja, ist kein Talent mehr, denn er hat sein Potenzial leider verloren und wechselt jetzt ligaintern zu Union Berlin für 1,45 Millionen. Es gibt jetzt die Auszeichnung Manager of the Year und ja, es wird mich schon überraschen, wenn wir das bekommen, aber anscheinend gewinnen wir es mit Jürgen Klopp. Damit haben wir schon mal ja ein Ziel erreicht, kann man sagen. Wir haben keine Riesentitel gewonnen, aber waren wirklich solide, haben die Bundesliga gewonnen und jetzt ist Jürgen Klopp Manager of the Year geworden, was ja mich natürlich erfreut. Wir haben schon mal einen Meilenstein mit Jürgen Klopp erreicht mit dieser Trophäe, würde ich sagen. Also herzlichen Glückwunsch an Klopp und hoffentlich geht es weiterhin so weiter. Bevor wir weitere Transfers tätigen oder sogar in die nächste Partie reingehen, haben wir eine gute Nachricht, denn Elvedi kehrt von seiner Verletzung zurück und nimmt das erste Mal jetzt wieder am Training teil. Die erste Partie nach der Wintertransferphase gewinnen wir sehr eindeutig mit 3:0 gegen den FC Schalke 04. Die Gelsen Kirchner kassieren von Hatto, Carlos Forbes und Leon Goretzka hier diese Treffer. Die nächste und letzte Partie der heutigen Folge steht an, und zwar gegen Borussia Dortmund. Jetzt heißt es Zweiter gegen Dritter. Wir sind nämlich abgerutscht, weil Leipzig eine Partie schon vor uns gespielt hat. Oh ja, und
Die Borussen beginnen hier mit einer 4-2-3-1-Formation und wir werden natürlich mit unserer 4-3-3-Formation auftreten und zwar mit unserer absoluten Top-11 bis auf Paul Wanner, denn seine Leistungen haben mir in der letzten Partie nicht gefallen und Embolo bleibt mal draußen, weil Viper sich das ja hart verdient hat. Elvedi kommt das erste Mal mal mit und damit gehen wir jetzt rein in diese Partie in Rhein-Energie-Stadion und möchten natürlich 3 Punkte mitnehmen. Borussia Dortmund mal über den Flügel, Malfoy stört, aber mehr auch nicht. Adeyemi hat ihn jetzt, Arnold ist da, gewinnt ihn, verliert ihn, Adeyemi rennt durch, trifft in der 6. Spielminute, wir liegen zurück. Freistoß für die Dortmunder, Julian Brandt bringt ihn exakt nach vorne, Bissek kommt nicht zum Kopfball, alles war frei und dadurch machen sie Tor Nummer 2. Eckball für den BVB, Adeyemi bringt ihn rein, Viper kann ihn nicht klären, jetzt weiterhin der BVB im Angriff. Carlos Forbes am Ball, findet Paul Wanner, Wanner hat ihn jetzt, Wanner täuscht an, Wanner hat ihn immer noch, Paul Wanner findet jetzt Pablo Malfoy, wer findet jetzt Leon Goretzka und Goretzka zieht direkt mal drauf, aber der geht leider über das Tor. Jetzt der BVB im Angriff, Bissek versuchte es mit der Grätsche, Harpo muss sich auch geschlagen geben, dritter Treffer, ja der BVB führt viel zu eindeutig, schlechte Partie von uns, damit simulieren wir bis zum Ende, Embolo trifft nochmal, aber trotzdem war es richtig schlecht dieses Auftreten. Nach dieser Partie befinden wir uns leider nur noch auf dem 2. Platz. Denn RB Leipzig hat uns überholt, haben jetzt 46 Punkte, wir nur 44. Hinter uns der BVB mit 5 Punkten Abstand. Sorry, nicht 5 Punkten, 7 Punkten Abstand. Danach kommt TSG Hoffenheim, Wolfsburg, der FC Bayern München, Augsburg, Frankfurt, Leverkusen, Mainz 05, Stuttgart, Union Berlin, St. Pauli, der SC Freiburg, Werder Bremen, Schalke 04, Heidenheim und auf dem letzten Platz ist Hertha BSC. Beim nächsten Mal haben wir folgende Partien. Wir haben zum einen noch die Wintertransferphase mit einer Partie und zwar gegen den SC Freiburg. Danach folgen folgende Partien. Einmal gegen Dortmund, was sehr, sehr schwer wird. Im DFB-Pokal haben wir gerade gesehen, wie wir uns da anstellen. Das ist definitiv nicht genügend. Danach kommt noch Leverkusen und Leipzig. Auch keine leichten Partien. Dann kommt schon Manchester United. Dann folgt noch Bundesliga und zwar einmal Augsburg, Werder Bremen als auch TSG Hoffenheim. Und damit ja, war es das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein und ciao.